einkaufen und ich nehme den Lukas mit. Mama, nehmt euch ein Zimmer. Mach mal. Darf ich fahren? Na klar. Sobald du einen Führerschein hast. Sag mal, du wolltest deine Unterlagen mitnehmen, auf die Post geben. Oh ja. Die Verletzung ist bei dem Aufprall durch den Anschnallgurt entstanden. Das sollte natürlich nicht passieren. Haben Sie denn die Körpergröße richtig mit dem Sitz eingestellt? Ich stelle das gleich richtig ein. Was ist denn nun mit meiner Frau? Klaus, bitte. Darf ich mal? Ja. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Und das? Nee. Also, Sie haben eine leichte Verhärtung auf der linken Seite, aber ich denke, das sollte sich in ein paar Tagen geben. Mhm. Also, ich würde auf eine Halskrause und eine Röntgenaufnahme verzichten. Siehst du, Klaus, geht mir gut. Ist alles in Ordnung? Jetzt wieder. Kommen Sie gleich hin. Dankeschön. Ich bin nur froh, dass meiner Frau nichts passiert ist. Danke. Ist das mit dem Bein, ist das auch beim Unfall passiert? Ja, den habe ich mir leicht vertreten, als ich vom Traktor gesprungen bin, aber das geht schon wieder. Ich könnte mir das anschauen, wenn Sie schon da sind. Ja, ich muss zurück auf den Hof. Der bestellt sich ja nicht von allein. Tut mir leid, der hat's nicht so mit Ärzten. Vielen Dank nochmal. Alles Gute. Ewald? Frau Ewald, ich grüße Sie. Harald Gruber hier von der Malerei Gruber. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Die Wohnung ist fertig. Was, sie ist schon fertig? Ja, sieht tipptopp aus. Sie können sofort einziehen. Hallo? Sind Sie noch da? Natürlich. Danke. Danke für den Anruf. Ja, gern geschehen. Tschüss. Ja. Morgen, Frau Ewald. Wie bitte? Guten Morgen. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, meine Wohnung ist fertig. Ach, na super. Herzlichen Glückwunsch, endlich. Mhm. Sie sehen aber nicht gerade so aus, als wären Sie vor Freude aus dem Häuschen. Doch, schon. Ich weiß nicht. Irgendwie fühlen Sie sich in der Villa wie zu Hause. Ja. Na, das wundert mich nicht. Zu Hause ist da, wo das Herz ist. Sagt man doch so. /160 Ist ein bisschen niedrig, aber nicht besorgniserregend. Mhm. Haben Sie denn die Beschwerden schon länger? Seit circa einer Woche. Ich fühle mich die ganze Zeit schlapp. Mir ist die ganze Zeit schlecht. Ich muss mich andauernd übergeben. Haben Sie Durchfall? Ich mag gar nichts essen. Ich habe schon 2 Kilo abgenommen. Also, nicht, dass ich mich darüber beschweren würde, aber ich dachte erst, es wäre ein Magen-Darm-Infekt, aber das ist doch noch ein paar Tage wieder vorbei. Naja, es kann auch länger dauern. Beispielsweise, wenn ein sehr hartnäckiger Magen-Darm-Virus grassiert. Ja, in meinem Job holt man sich ständig irgendwas. Ich bin Kundenberaterin bei der Bank. Ich würde gerne Ihren Bauch abtasten. Wollen Sie sich kurz hinlegen? Darf ich? Tut das weh? Nee. Also ich denke, Blinddarm können wir ausschließen. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Übelkeit kann natürlich auch ein Hinweis auf Schwangerschaft sein. Wann war denn Ihre letzte Regelblutung? Vor circa 2 Monaten. Das war schon immer unregelmäßig bei mir. Außerdem bin ich unfruchtbar. Mein Mann und ich haben 8 Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen. Wir haben alles mitgemacht. Insemination, Hormonbehandlung, künstliche Befruchtung. Es hat alles nicht geklappt. Das ist natürlich eine Belastung für alle Beteiligten. Auch für eine Ehe.
Unsere hat es nicht überstanden. Es tut mir leid. Frau Schwarz, eine Störung des Hormonhaushalts könnte auch Ursache für die Übelkeit sein. Ich würde Sie deswegen ganz gerne zu unserer Gynäkologin, Frau Ewald, überweisen. Einverstanden? Okay. Sie können sich entspannen. Viele Frauen sind bei einer neuen Gynäkologin erstmal nervös. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Ich mag einfach keine Frauenärzte. Hat das einen bestimmten Grund? Ich habe in der Kinderwunschklinik einfach zu viele davon gesehen. Immer mit schlechten Neuigkeiten für mich. Mir wurden schon 2 Myome entfernt und ich habe Endometriose an den Eierstöcken. Solche Verwachsungen können dazu führen, dass keine natürliche Schwangerschaft mehr möglich ist. Hat der Arzt nach der letzten Bauchspiegelung auch gesagt. Ich würde gerne Ultraschall machen. Okay. So, da wäre der linke Eierstock. Hier kann man tatsächlich eine Zellwucherung erahnen. Aber das kann man wegen der Verwachsung nicht so gut erkennen. Das könnte auch eine Follikelzyste sein. Das ist ein Eibläschen, in dem sich Flüssigkeit gebildet hat. So, hier wäre der rechte Eierstock. Und da haben Sie, wie erwartet, auch Verwachsung wegen der Endometriose. Aber der Grund für Ihre Übelkeit ist ein anderer, Frau Schwarz. Sie sind schwanger. Das kann nicht sein. Ich bin unfruchtbar. Das ist bei Endometriose tatsächlich sehr selten, aber sehen Sie selbst. Sie sind schwanger. Ich kann das nicht glauben. Entschuldigung, ich fasse das nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich freue mich. Sie können sich wieder anziehen. Und Sie sind sich sicher? Ja, ganz sicher. Der Größe des Fötus nach zu urteilen, sind Sie in der 6. oder 7. Woche. Aber genau kann ich das erst nach der Blutuntersuchung sagen. Ich kann es gar nicht fassen. Ich habe Alex erst vor ein paar Wochen wiedergesehen. Ganz zufällig auf einer Party von Freunden. Wir haben ganz nah geredet in der Ecke und dann irgendwann. Naja, also Alex ist mein Mann. Aha. Eigentlich sind wir so gut wie geschieden und haben uns seitdem auch gar nicht mehr gesehen. Aber ich habe ja jetzt einen guten Grund, ihn anzurufen, oder? Mhm. Einmal Blut abnehmen bei Frau Schwarz, bitte. Blutgruppe, Antikörpersuchtest und HCG und einen Kontrolltermin, bitte. Die Auffälligkeit am Eierstock soll Sie nicht beunruhigen, aber ich möchte das gerne zeitnah kontrollieren. Okay. Und wenn Sie irgendwelche Beschwerden haben, kommen Sie sofort hierher. Ich bin schwanger. Entschuldigung, das müsste jetzt sein. Ist schon in Ordnung. Meine Mutter passt. Okay, dann. Halt, halt. Ein Kontrolltermin? Ah ja, Kontrolltermin. Danke. Deine Patientin, Frau Schwarz, ist schwanger. Nee, sehr toll. Nach 8 Jahren Kinderwunschbehandlung. Das freut mich. Ich liebe es, diese Nachrichten zu überbringen. Und wo gehst du jetzt hin? In den Kletterwald. Kletterwald? Ach ja, heute ist ja Mutter-Kind-Tag. Ist doch super. Ja, geht so. Ich bin nämlich nicht schwindelfrei. Aber Lotte wollte das unbedingt. Ach, Schatz. Kinder sorgen dafür, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Ja, oder dass wir ganz tief fallen. Egal, Hauptsache Lotte hat Spaß. Übrigens, meine Wohnung ist fertig. Ja, gratuliere. Danke. Ja, ist schön. Habe ich irgendwas verpasst? Nö. Aber? Alles bestens. Fein. Ja, dann viel Spaß im Kletterwald. Ja. Warum habe ich mich darauf nur eingelassen? Ah, Herr Eiler. Herr Dr. Kleist. Die Schmerzen sind schlimmer geworden. Mhm. Der Fuß von heute Morgen. Also, ehrlich gesagt, habe ich schon ein bisschen länger Schmerzen. Mhm. Und es ist auch weniger der Fuß als meine Knie und der Rücken. Verstehe. Danke, Susi. Setzen Sie sich doch hin, ziehen Sie kurz die Hose und die Schuhe aus und dann legen Sie sich auf die Liege, ja? Wie lange haben Sie denn schon die Beschwerden? Ach, so genau kann ich Ihnen das gar nicht sagen. Vielleicht seit 6 Wochen oder so. Mhm.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn wir die Schmerzen uns vorstellen, wo würden Sie sich einordnen? 1 ist kaum Schmerz, 10 ist unerträglich. Ah! Das wäre eine 5. Eine 5 wären starke Schmerzen, aber noch auszuhalten. Also dann ist es definitiv eine 8. Es ist heftig. Beim Laufen sind es die Beine und wenn ich liege, der Rücken. Ich mache nachts kaum noch ein Auge zu. Außerdem habe ich meine Familie dadurch in Gefahr gebracht. Sie waren bei dem Unfall? Ich war für einen Moment vor Schmerzen wie gelähmt. Wenn Sonja was passiert wäre. Oder Lukas. Lukas? Sonjas Sohn. Wir haben erst vor 2 Jahren geheiratet. Es ist schön, eine Familie zu haben. Ja, da haben Sie recht. Ja. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Jetzt sag schon, Mama. Hä? Du kriegst seit einer Stunde die Zähne nicht auseinander. Das erinnert mich voll an deine Laryngitis vor 2 Jahren. Das ist ganz schön frech. Aber dass du den lateinischen Ausdruck für Kehlkopfentzündung kennst, macht mich stolz. Also, was gibt's? Ihr wollt doch nicht heiraten. Nein. Ich habe keinen Bock, in rosa Tüll die Brautjungfer zu spielen. Findest du Christian wirklich so furchtbar? Nein, Christian ist schon korrekt. Lotte, was würdest du dazu sagen, wenn wir zu ihm ziehen würden? Ich meine so richtig, nicht nur vorübergehend. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Was du darüber denkst. Ich weiß, ich habe dir versprochen, dass wir in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Aber jetzt fühle ich mich da irgendwie wohl und ich glaube, ich möchte da bleiben. Aber ich will das auf keinen Fall über deinen Kopf hinweg entscheiden. Ach nein? Nein, natürlich nicht. Es ist mir wichtig, dass du glücklich bist. Und wenn ich nicht will, dann ziehen wir nicht hin. Das kannst weder du alleine bestimmen, noch ich. Wir müssen darüber reden und dann müssen wir das gemeinsam entscheiden. Ach, auf einmal entscheiden wir gemeinsam. Ob ich überhaupt in Eisenach sein will, hat dich doch auch nicht interessiert. Das stimmt nicht, Lotte. Aber meine neue Arbeit ist hier. Das ist was ganz anderes. Wo wir in Eisenach wohnen, ist mir echt Latte. Von mir aus auch in der Villa. Okay. Oder bekommst du selbst grad Schiss? Ist es das? Was? Nein. Willst du raus aus der Nummer mit Christian? Nein. Du kannst mich gerne vorschieben. Können wir jetzt weitermachen? Klar. Komplizierter Fall, ne? Eigentlich nicht. Ein Landwirt, der jahrzehntelang hart gearbeitet hat, Kniegelenksschmerzen, Rückenschmerzen, Kraftlosigkeit. Räumer? Ja, das dachte ich am Anfang auch, aber der Ultraschall war unauffällig. Allerdings war er vor ein paar Wochen bei mir wegen eines starken Magen-Darm-Infekts. Sie vermuten Spätfolgen einer Yersinien-Infektion? Würde auf jeden Fall die Gelenkschmerzen im unteren Körperbereich erklären. Ja, aber nicht die Rückenschmerzen. Reaktive Arthritis? Vielleicht haben die Rückenschmerzen auch noch eine andere Ursache. Okay. In jedem Fall sollten wir erst die Testergebnisse abwarten und den Rheumafaktor. Sollte das allerdings auch nichts ergeben. Dann können Sie das Kniegelenk immer noch punktieren. Hi. Hey. Ein Cappuccino, bitte. Na? Ja.
Schön, dass du gekommen bist. Ich hätte dich auch angerufen. Mhm. Wirklich? Warum hast du nicht? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich hab was für dich. Ich bin schwanger. Schwanger? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Es ist von dir. Aber du kannst doch gar keine Kinder kriegen. Offensichtlich doch. Das ist alles, was dir dazu einfällt. Was erwartest du denn von mir? Wir sind jetzt fast ein Jahr getrennt. Ich habe nächste Woche einen Termin beim Anwalt, um die Scheidung anzuleiern. Wann kommst du mit so einer Nachricht? Ich dachte, du freust. Danke. Mir ist es zu viel. Ich brauche Zeit, um das zu verdauen. Ich gehe dann jetzt besser. Was ist mit dir? Das ist nicht mehr dein Problem. Also, jetzt erzähl mir doch mal, wieso du mich an diesen wunderbaren, romantischen Ort entführt hast. Ich muss ein bisschen ausholen. Oh Gott. Nein, ist kein Problem. Mein nächster Patient kommt morgen früh um 10. So lange wird's nicht dauern. Gut. Holger, also mein Ex-Mann, also der Vater von Luisa und Lotte, der hatte eine Affäre. Ich habe damals versucht, ihm zu verzeihen. Wir waren ja eine Familie, sowas wirft man ja nicht einfach weg. Aber es ging nicht. Irgendwas war kaputt. Freundschaft und Liebe brauchen Vertrauen. Wenn das weg ist, dann, dann stimmt die Basis nicht mehr. Ich habe den Mädels damals nicht gesagt, was der wahre Grund für die Scheidung ist. Sehr anständig. Was ich eigentlich sagen will, ich habe mich seit der Scheidung nie wieder richtig auf jemanden eingelassen. Ich bin immer irgendwie auf Distanz geblieben. Und das möchtest du jetzt auch? Nein. Mit dir will ich Nähe. Ich will mich wirklich auf dich einlassen. So richtig. Und? Ich habe gedacht, ich bräuchte eine eigene Wohnung. Aber das wäre ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Ich will ja mit dir zusammen sein. Und deshalb ziehen wir bei euch ein. Gut. Gut. Abend. Hey. Na, was gibt's zu essen? Wir hatten oben nur die Zutaten für eine Tomatensauce, aber keine Pasta. Und wir hatten Nudeln, aber nichts dazu. Und wer war mit Einkaufen dran? Naja, wenigstens seid ihr euch da einig. Es gibt Neuigkeiten. Tanja und Lotte ziehen bei uns ein. Das ist ja super. Wirklich. Es wurde aber auch mal Zeit, Papa. Ja, mir musst du das nicht sagen. Darauf müssen wir anstoßen. Apfelsaft? Das heißt nichts. Mir ist ganz wichtig, was ihr beide davon haltet. Alles cool, solange Paul nicht rumzickt. Bleib mal cremig von uns, ist nur einer zickig. Du sagst es, einer. Ben? Was sagst du denn dazu, dass Lotte und Tanja hier einziehen?
Na, dann bestell ich mal die Möbelpacker. Versteh dich. Du bleibst schön sitzen und legst die Füße hoch. Jetzt mach dir mal bitte nicht die ganze Zeit Sorgen, Sonja. Es wird schon wieder. Auch wegen Lukas Studium. Ich schaff das schon. Wir schaffen das schon. Erstmal schonst du dich und dann wirst du gesund. Darf ich aufs Klo? Na gut. Klaus, was ist los? Du bist umgekehrt. Nicht? Jetzt wird's noch mal wehtun. Oh Gott, das sieht ja schrecklich aus. Ich bin nur von der Bank aufgestanden, sonst nicht. Sonja. Wirklich? Ja, ich muss mal röntgen. Glatte Fraktur des Mittelfußknochens. Kein Unfall. Spontanfraktur beim Auftreten. Mögliche Ursachen? Knochenmetastasen, Knochentumoren. Osteoporose? Wirkt der Knochen auf Sie transparent? Das kann ich auf dem Röntgenbild nicht so richtig erkennen. Knochendichtemessung? Das kann ich sofort machen. Okay. Der Patient bekommt noch einen Kastverband und dann ist er bereit. Okay, gut. Und wie lange soll das Ding dranbleiben? 4 bis 6 Wochen. Das geht nicht. Wie soll ich damit denn die Ernte einholen? Ich bin doch auch noch da. Und Lukas. Und die Schmitz können wir auch fragen außerdem. Und Karl wird uns auch helfen. Die Schmitz haben doch selber genug um die Ohren. Herr Eiler, wir würden gerne ein paar Tests durchführen, um herauszufinden, was diesen Spontanbruch ausgelöst haben könnte. Dr. von Hatzfeld wird eine Knochendichtemessung machen. Wir haben den Verdacht, dass Sie an Osteoporose leiden. Ich dachte, das kriegen nur Frauen. Frauen in den Wechseljahren sind davon am häufigsten betroffen. Das soll ich haben. Nun, es gibt Krankheitsbilder, bei denen es auch Männer treffen kann. Gut, Herr Eiler, dann setzen Sie sich doch bitte schon mal vor das Gerät und machen den linken Fuß frei. Aber das ist der Gesunde. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Knochendichte kann ich überall messen. Bitte. Also, wir werden jetzt mit einer quantitativen Ultraschalluntersuchung Ihres Fersenbeins Ihre Knochendichte bestimmen. Und so kann ich feststellen, ob sie im Normbereich liegt. Ist das irgendwie gefährlich? Keine Sorge. Die Untersuchung ist völlig ungefährlich und dauert noch wenige Minuten. Bitte. Muss einmal hier rein. Und außerdem hat sie den Vorteil, dass sie keiner Strahlenbelastung ausgesetzt sind. Okay, geht's los. Die Knochendichte ist extrem niedrig. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Herr Eiler ist mindestens 80 Jahre alt. Unser T-Wert ist bei minus 2,9. Ich meine, es ist kein Wunder, dass seine Knochen permanent brechen. Nur anhand der Untersuchungsergebnisse würde ich zweifelsfrei eine Osteoporose diagnostizieren. Aber sein Rücken schmerzt ständig. Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Das ist völlig untypisch. Hallo, Frau Schwarz, Ewald hier. Könnten Sie heute noch mal in die Praxis kommen? Ich würde mir die Zyste gerne noch mal ansehen. Sie haben Schmerzen? Seit wann? Ja, dann kommen Sie bitte noch mal vorbei. Setzen Sie sich bitte. Also, die Testergebnisse der Knochendichtemessung sind sehr besorgniserregend. Ja, bis zu einem gewissen Maße gehört Knochenabbau zum natürlichen Alterungsprozess. Aber in Ihrem Fall
Ihre Knochen sind extrem demineralisiert und dadurch brüchig. Gibt's Tabletten dagegen? Ja, so einfach ist es leider nicht. Das heißt, das kann jederzeit wieder passieren. Wir müssen auf jeden Fall dringend und so schnell wie möglich herausfinden, was für diesen Knochenschwung verantwortlich ist. Die Schmerzen sind also nicht mittig, sondern an der Seite? Ja, hier seitlich und stechen wie mit einer Nadel. Also, die Eizelle ist gut eingenistet und intakt. Laut Hormonwerten in ihrem Blut sind sie in der 7. Woche. Das heißt, man müsste einen Herzschlag hören können. Da haben wir ihn. Entschuldigung. Normalerweise bin ich gar nicht so heulsucht. Es muss an den Hormonen liegen. Könnte sein. Sie können sich wieder anziehen. Bitte setzen Sie sich noch mal. Dem Embryo in Ihrer Gebärmutter geht es gut. Aber es gibt eine sehr seltene Komplikation. Die Zyste ist höchstwahrscheinlich gar keine Zyste, sondern eine Eierstockschwangerschaft. Verstehe ich jetzt nicht. Manchmal kommt es vor, dass eine Eizelle befruchtet wird, aber nicht bis in die Gebärmutter weiterwandert. In einem so frühen Stadium der Schwangerschaft lässt sich eine solche Eizelle mit einem Ultraschall nur schwer erkennen. Und die Verwachsungen in ihrem Eierstock erschweren die Sache zusätzlich. Aber Sie haben doch gerade gesagt, der Fötus ist gut eingenistet und wir haben den Herzschlag gesehen. So ist es auch. In Ihrem Zyklus müssen zwei Eizellen herangereift sein und beide sind befruchtet worden. Ich habe Zwillinge? Nein, nur eine dieser Eizellen hat sich in der Gebärmutter eingenistet. Die andere befindet sich immer noch im Eierstock. Aber das wissen Sie nicht genau. Sie haben freie Flüssigkeit im Bauchraum. Nicht viel, aber eindeutig. Und auch Ihre Schmerzen sprechen dafür. Können die nicht auch woanders herkommen? Ich möchte das gerne im Krankenhaus mit einer Bauchspiegelung abklären lassen. Falls es eine Eierstockschwangerschaft ist, kann die Eizelle dort auch sofort operativ entfernt werden. Auf gar keinen Fall. Das sind beides meine Kinder. Frau Schwarz, bitte setzen Sie sich wieder hin. Ich muss Ihnen das erklären. Nein, danke. Ich bin schwanger mit Zwillingen, verstehen Sie? Ich lege mich auf gar keinen Fall unter das Messer. Frau Schwarz. Frau Schwarz, bitte warten Sie. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Schock für Sie sein muss. Bitte lassen Sie uns noch mal darüber sprechen. Bitte, kommen Sie. Kira. Wir haben keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Man sein halbes Leben lang versucht, schwanger zu werden und alle Freunde um einen herum kriegen Kinder, als wäre es die einfachste Sache der Welt. Herr Schwarz, diese Operation ist lebenswichtig. Damit Sie Ihr Kind bekommen können. Ich werde Ihnen ganz genau erklären, was passiert. Ganz genau. Können wir irgendjemanden anrufen? Den Kindsvater? Ja. Der extrauterine Fötus sitzt hier, im Eierstock. Deshalb hatten Sie da auch die Schmerzen. Wenn's das ist, was Sie vermuten. Im Krankenhaus wird man eine Bauchspiegelung machen. Das ist ein minimalinvasiver Eingriff. Es werden nur drei ganz kleine Schnitte in die Bauchdecke gemacht. Der Eierstock wird wahrscheinlich mit dem Fötus zusammen entfernt werden müssen. Und das Baby? Ich will Ihnen nichts vormachen, Frau Schwarz. Es besteht ein gewisses Risiko für eine Fehlgeburt. Dann lasse ich mich nicht operieren. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass Ihre Schwangerschaft erhalten bleibt. Das Risiko für eine Fehlgeburt liegt rein statistisch gesehen bei 1 zu 89. Frau Schwarz, wenn Sie den Eingriff nicht machen lassen,
dann wird das Wachstum des Fötus zu einer Ruptur des Eierstocks führen. Und das ist lebensgefährlich. Ich habe versucht, Herrn Schwarz zu erreichen, aber es geht immer nur die Mailbox ran. Bitte versuchen Sie es weiter. Ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht. Alex interessiert sich weder für mich noch für sein Kind. Sie haben wieder Schmerzen. Legen Sie sich hin. Der Krankenwagen wird gleich hier sein. Danke. Du kannst mich ja jederzeit erreichen. Meine Mutter nicht erreichen. Und ich habe kein Geld im Haus. Außerdem sollten Sie erst heute Abend kommen. Wie heute Abend? Davon weiß ich nichts. Ja, und was ist jetzt mit den Sachen? Das ist nicht mein Problem. Drin. Steine? Ja. Und jetzt? Wirst du gleich sehen. Hey. Hallo. Grüß dich. Hm? Hi. Einverstanden. Dann werde ich Frau Lange in die Klinik überweisen. Bei Ihrer Krankengeschichte ist sie sicherlich froh, dass es sich nur um einen Nierenstein handelt. Ja. Die Laborergebnisse von Herrn Eilau sind da. Kein Kalziummangel, Vitamin D, Testosteronspiegel normal. Aber hier, sehen Sie mal. Phosphatwert. Mhm. Alkalische Phosphatase erhöht und hier der Serumphosphatspiegel mit 2,1 ist deutlich zu niedrig. Hormonproduzierender Tumor? Hm. Onkogene Osteomalazie? Wir müssen den Tumor finden, sonst werden seine Knochen immer brüchiger und sie werden sich demineralisieren. Hm. Nun sagen Sie schon, was ist mit mir? Ihre Blutwerte deuten darauf hin, dass Sie eine onkogene Osteomalazie haben. Ja? Das ist ein Tumor, der Hormone produziert. Tumor? Ja. Eine Gewebeveränderung, die stetig wächst. Aber in Ihrem Fall wahrscheinlich sogar gutartig ist. Genaueres wissen wir allerdings erst nach der Operation, wenn wir die Gewebeprobe untersucht haben. Das ist ganz schön viel auf einmal. Wo ist der Tumor? Das wissen wir noch nicht genau. Deswegen wird Dr. von Hatzfeld ein MRT bei Ihnen machen. Willst du ein Stück Kuchen? Nee, kein Hunger. Ist was? Das wollte ich dich gerade fragen. Was soll sein? Oh Mann, du machst es einem aber auch echt nicht leicht. Lass mich doch einfach in Ruhe. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Doch, ich glaube, ich weiß, wie es dir geht. Ich bin auch irgendwann mal nach Eisenach gekommen. Wir sind hierher gezogen, als meine Mutter gestorben ist. Es war alles nicht so leicht. Das wusste ich nicht. Du
Und ich fand das auch alles mega scheiße hier am Anfang. Ich habe mich gegen alles gesträubt. Ich wollte unbedingt zurück nach Berlin. Ich fand einfach alles blöd in der Schule. Es war einfach richtig schlimm. Und ich habe mir einfach selber tierisch leid getan. Meiner Schwester ging das da nicht anders. Und mein Papa war plötzlich Witwer mit zwei kleinen Kindern. Aber das habe ich alles nicht gesehen. Ich war nur mit mir selbst beschäftigt. Egal, das ist alles ganz lange her. Was ich dir jetzt eigentlich sagen will, dass das für deine Mutter auch nicht ganz einfach ist. Weißt du, die sitzt völlig zwischen den Stühlen. Ja, kann sein. Hast du morgen Nachmittag schon was vor? Nee. Perfekt. Manchmal ist es nämlich ganz gut, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Morgen Nachmittag. Mhm. Verabredet. Sich doch ein Stück Kuchen. Bis morgen. Immer los. Womit fangen wir an? Keine Ahnung. Der Tumor kann überall sein. Gut, dann beginnen wir mit den Füßen. Hoffen wir mal, dass er nicht im Kopf sitzt. Ansonsten wird das ein langer Tag. Herr Eiler, wir sind jetzt soweit. Versuchen Sie sich bitte möglichst wenig zu bewegen und entspannen Sie sich, ja? Ich dachte, das ist ein Überbein. Tja, ist es nicht. Es ist ein Tumor. Ich hatte gehofft. Ich habe Sie schon in der Klinik avisiert. Und Sie werden sehen, nach der Operation werden sich Ihre Blutwerte verbessern. Und auch die Knochendichte wird wieder ansteigen. Allerdings muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie einige Zeit ausfallen werden. Also, gutes halbes Jahr. Ja. Das war's dann wohl mit meinem Hof. Wieso? Sie haben Familie, die Ihnen helfen will. Freunde, Nachbarn. Ich habe immer alles alleine geschafft. Hallo. Das da, das werden Sie nicht allein schaffen. Das hat sie nicht verdient. Hallo, darf ich Sie mal was fragen? Wenn es Ihre Frau wäre, die krank ist, würden Sie raten, aufzugeben? Ja, natürlich nicht. Sind Sie soweit, alles in Ordnung? Danke. Entschuldigung, ich suche meine Frau, Laura Schwarz. Die Schwester vorne hat gesagt, dass sie hier operiert wird. Herr Schwarz? Ja. Tanja Ewald. Ich bin die Gynäkologin Ihrer Frau. Sie ist noch im OP. Was ist passiert? Warum ist sie hier? Ist was mit dem Baby? Der Eingriff läuft noch. Danach wissen wir mehr. Ich glaube, mir wird schlecht. Gut, dann setzen Sie sich vielleicht lieber, bevor Sie mir hier umkippen. Das kann alles nicht wahr sein. Sie hat mir gestern erst erzählt, dass sie schwanger ist. Hat sie Ihnen gesagt, was für ein blöder Mistkerl ich gewesen bin? Was zwischen mir und Ihrer Frau gesprochen wird, unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Wichtig ist doch, dass Sie jetzt hier sind. Wie geht's meiner Frau? Die Gynäkologin, die sie operiert hat, ist bereits bei einem anderen Notfall, aber ich habe bei dem Eingriff assistiert. Es geht ihrer Frau soweit gut. Die Operation ist optimal verlaufen. Sie kommt jetzt in den Aufwachraum und sobald sie aus der Narkose erwacht, können sie zu ihr. Und Baby? Wir haben gerade noch mal geschallt. Es sieht alles normal aus. Der Embryo hat die Operation gut überstanden. Vielen Dank. Gerne. Danke. Ich werde Vater. Herzlichen Glückwunsch. Das musste jetzt sein.
Mama. Störe ich? Nein, gar nicht. Paul hat mir schon von dem ganzen Chaos mit den Umzugsleuten erzählt. Es tut mir leid, dass ich nicht da sein konnte und dass das alles an euch hängen geblieben ist. Schon gut. Ich hoffe, du hast mindestens ein Leben gerettet. Genau genommen waren es sogar zwei. Das ist gut. Ich hoffe wirklich, dass du dich hier zu Hause fühlen wirst. Du dich auch, Mama. Danke. Meine Große. Das Baby. Geht's ihm gut? Ja, es geht ihm gut. Ich war so ein blöder Mistkerl. Das stimmt. Es tut mir leid, dass du das alleine durchstehen musstest. Aber ab jetzt werde ich an deiner Seite sein. Wenn du das auch willst. So, jetzt die Türe langsam aufstoßen und weiter nach vorne gehen. Vorsichtig, vorsichtig. Und jetzt in 3, 2, 1. Tada! Das ist eine uralte Bettwäsche von mir. Ja, auf einem deiner Umzugskartons stand Bettwäsche drauf. Und ich habe gedacht, damit du dich wohlfühlst und zu Hause fühlst, beziehe ich dir dein Bett. Das ist unglaublich süß von dir. Es gab kein Eis. Kuchen. Kuchen ist auch gut. Mhm. Komm mal her. Hallo, grüße Sie. Ich habe übrigens hervorragende Nachrichten. Der Tumor an Ihrem Ellbogen war gutartig. Die Blutwerte sind signifikant verbessert. Das heißt, wenn Sie sich noch ein bisschen gedulden, dann werden Sie recht bald wieder ganz fit sein. Das ist ja wunderbar. Ach. Herr Doktor, ich weiß überhaupt nicht, wie wir Ihnen danken können. Ein Stück Kuchen. Nein. Sorgen Sie einfach dafür, dass Ihr Mann sich schont. Alles schon organisiert. Die ganze Nachbarschaft hilft mit. Herr Dr. Kleist, vielen Dank auch für alles. Alles Gute. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hallo, Frau Ewald. Mal sehen, wie es Ihnen geht. Danke. Mir geht's gut. Haben Sie Schmerzen? Kaum. Wann war der letzte Ultraschall? Vor circa einer Stunde. Alles bestens. Gut. Dann will ich auch nicht länger stören. Ich habe Ihnen eine Kleinigkeit mitgebracht. Man kann ja nicht viel erkennen, aber ich dachte mir, das erste Bild Ihres Kindes wollen Sie haben. Lieben Dank. Er hat deine Nase. Du meinst sie? Um das Geschlecht des Kindes zu bestimmen, ist es ein bisschen früh. Das ist auch egal. Eben. Hauptsache, der Kleine ist gesund. Wir sehen uns beim nächsten Kontrolltermin. Ja. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Echt abfetzmäßig analog.
Das heißt, für einen alten Mann wie mich? Das war sehr schön. Das freut mich. Dann ist Eisenach doch nicht ganz so doof, hm? Hey, Lotte, bis bald, oder? Klar. Ey, die sind so cool hier. Du bist eine richtige Clique. Ja, ich weiß. Mein Papa hat mir auch so einen Flug geschenkt, als wir neu waren hier. Das ist super. Das hört sich toll an. Ich freue mich. Okay, bis dann. Tschüss. Und? Lotte will Drachen fliegen lernen. Vivi hat ihren Tandemflug geschenkt. Das ist doch toll. Es war wohl krass abfetzmäßig analog. Es war was? Keine Ahnung. Aber ich habe sie seit Wochen nicht so gut gelaunt erlebt. Das ist doch herrlich. Erst schmeißt Paul meinen Umzug und dann begeistert Pivi sie für Eisenach. Deine Söhne sind echt toll. Ja, muss wohl an ihrem Vater liegen. Ja, die Vermutung habe ich auch.